Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem weiteren Let's Test. Und zwar heute mal ein einfaches Spiel, The Plan. Und ich hätte gesagt, bevor ich noch länger rede, starte ich doch gleich mal das Game. Ich hoffe, das passt jetzt mit dem Ton, weil der Ton von The Plan ist relativ laut. Wie wir sehen, wir sind eine Fliege, die hier... Ja, ich weiß noch nicht, wo die Reise hingehen mag. Rumfliegt. Und wir haben mit allen Naturgewalten zu kämpfen. Und damit erstmal ein Hallo von meiner Seite. Der Hunter wird sich verspätet kommen. Ich habe heute kaum Zeit. Und deswegen habe ich gedacht, nehme ich mal ein kleines Let's Test auf, wo ich nichts schneiden muss. Und damit kann ich auch gleich das nächste Projekt ankündigen, was definitiv kommen wird. Und zwar The Forest. Der eine oder andere kennt es wahrscheinlich schon. Er kann es mal googeln, falls es nicht kennt. Und ja, und jetzt zur schönen Musik steigen wir Meter um Meter. Oh, ein Spinnetsch. Wir konnten uns erfolgreich befreien. Ich hatte es eigentlich nur ein Spaßgame, was man sich auf Steam downloaden kann. Damit kann man nicht wirklich jetzt was reißen oder so. Aber ich dachte, für einen Let's Test ist es ja mal ganz witzig. Und da ich heute eh nicht so viel Zeit habe, irgendwie was zusammenzuschneiden, habe ich mir gedacht, das wäre dann eine gute Alternative. Und wie gesagt, Hunter wird in Kürze wiederkommen. Und The Forest als neues Projekt dazu. Und dazu wahrscheinlich noch eine Reihe der Dragon Age Serie. Mal schauen. Ich lasse mir da auf jeden Fall was einfallen und versuche regelmäßig jetzt die schönen Parts rauszukloppen. Nur für euch, beziehungsweise für mich. Ja, wir befinden uns hier in einem Wald. Und für manche, die erst jetzt dazugeschaltet haben, wir sind hier in The Plan. Der Plan. Oh. Und der Wind ist ganz schön stark heute. Also wir müssen mit Naturgewalten kämpfen. Mal an sich ein schönes Game, um mal abzuschalten. Jetzt habe ich einen Hund. Ich bin einfach nur eine Fliege. So leicht wie eine Feder. Setzt die schöne Geigenmusik ein, die ich mir mal auf dem Ohr leise drehen muss. Ich hoffe, man versteht mich noch einigermaßen gut. Aber vielleicht sollte ich mal kurz gar nichts sagen. Und über den Gipfeln der Wälder. Wir als kleine Fliege unserer selbst. Ich glaube, die Musik ist leicht vom BBC abgekupfert. Wenn das nicht sogar derselbe Soundtrack ist. Und wir steigen höher und höher. Die ersten Sterne erblicken wir. Wir stehen weiter. Aber damit habe ich euch vielleicht einen kleinen Einblick gegeben, was so in den nächsten Tagen ansteht. An Projekten, an neuen Sachen, die in der Hand herausgekommen sind. Und viel mehr. Ich glaube, das konnte ich mit dem Plan ganz gut.
zeigen. Ja, schöne Musik. Die werden langsam ins Reich der, ja, ich habe keine Ahnung, aufsteigen. Tja, meine Freunde, ein sehr kurzes Let's Test. Und das war The Plan. Tja, und damit sind wir wieder am Startbildschirm. Und ja, ihr habt die Informationen bekommen, die ihr haben wollt. Ich habe euch dazu ein kleines Indie-Game präsentiert. Ich sage Tschüss von meiner Seite und wir sehen uns dann in The Hunter oder in The Forest. In diesem Sinne sage ich Tschüss und bis bald.